Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Air Mod. Ja, selbe Stelle geht's weiter. Ja, nochmal sorry für die lange Folge. Die letzte, nice. Sollte doch mal mit dem Dach anfangen, ich Idiot. Also rein rechnerisch sollte es eigentlich so sein. Ein Tag. Zwei Folgen, a 33, was weiß ich, Minuten. Bedeutet, ich werde den Timer jetzt auf 33 Minuten stellen. Und dann sollten wir es hinkriegen. Damit wir da endlich dann mal Kontinuität. Das quäbt es doch. Können wir uns dann demnächst auch schenken, wenn wir jetzt hier genug Stoff machen, also. Naja, das war natürlich auch sehr intelligent von mir. Ernsthaft? Ah, nur einer, ey. Dachte schon, ich schicke mir jetzt hier noch eine Wanderrolle lang. Vielleicht bringt er was. Ach nein, da ist sogar eine Kühlkiste. Ich finde mal da was zu essen. Nice. Jawohl, der gibt uns voll ein. War hier nicht noch eine Kühlkiste? Ja, geht doch. So, Knochen können auch weg. Aber wir haben ja Minibike, da haben wir ja Platz, also. Stoffen! Können wir nämlich auch endlich mal ein Stack liegen lassen. Oder vielleicht auch zwei Stacks. Weil wir werden damit sicher genug anderes Zeug zum Verkaufen finden. Dann können wir uns nämlich auch das Schlagen von Gardinen und sowas in Zukunft ersparen. Ich meine, Gardinen gehen ja noch, das ist ein Schlag. Sofa habe ich ja letztes Mal schon drauf verzichtet. Ja, Ziel ist jetzt der Shop da oben. Wenn ihr den Combo-Pack nicht kennt, werdet ihr den Shop auch nicht kennen. Ist also für euch auch ganz interessant. Und danach, wenn es von der Zeit passt, werden wir mal unsere Kiste gucken. Vielleicht haben wir Glück und wie letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen beschissen, dass er genau mittig liegt. Chip habe ich ja, glaube ich, mit. Wir müssen noch mal gucken, wie viele Schläge wir brauchen, ob sich das schon lohnt. Kann ich natürlich noch nicht sagen. So. Da steht die Karre. Ja, hat sich doch ein bisschen gelohnt auf jeden Fall. Esmet-Dinger auch sehr gut. Das können wir im Inventar lassen. Das mache ich mal so. Komm. Na, das Gute ist, man sieht nicht. Bin da erstmal drin ein bisschen im Biom, weil ich meine, das wäre hier hoch gewesen irgendwo. Ich fahre mal im Schnee hoch. Vielleicht ist dann der Nebel weg. Dann kann ich nochmal gucken.
Da hinten ist er. Sogar im Schnee. Nice. Ich wollte eigentlich den meiner Helm ausmachen. Na, no, fahr doch jetzt nicht hier runter, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Jetzt. Jetzt verarschen oder was ist jetzt der verkackte Shop? Ich hasse dieses Biom so sehr, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hasse einfach diesen Scheiß. Fahr nicht wieder runter, Junge. Dann bin ich hier gleich so weit. Lenkung ist für den Arsch hier. Was ein Biomix hier, oder? Verbrannt, Schnee, also. Wie immer, wir fahren einmal im Kreis rum, ey. Das ist der Rest von der Stadt. Das könnte vielleicht was sein, da. Büchermäßig. Naja, gut. Gehen wir erstmal rein hier. Was hast du? Stehen. Weißt du selber nicht, oder was? Was ist mit dir los? Soll ich schon wieder Schmacht haben? Du hast doch gerade erst was zu futtern gekriegt, ey. Ja, mach doch die Tür mal auf, ey. Ich sag ja, das ist echt ein Wunder, wenn du da mal was drin hast. Und jetzt haust du ab oder was? Gehst du nach Hause oder was? Gut, hier haben wir die komische Tatsa Stone Axe gefunden. Aber wir sind auf jeden Fall besser als unsere komischen hier. Na gut, er hat sonst wenigstens da schon mal aufgemacht. Super, jetzt haben wir keinen Hunger mehr, sondern verdursten. Aber es war doch schon eine Gunstock-Kiste. Working Stiffs. Working Stiffs. Shameway. Bier. Gib alles her. Bier ist immer gut.
verkackten Sandwich kannst du dir auch schenken, ey. Hey, endlich ein Wasser. Zack. So. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Pennt der noch irgendwo an einem Zelt oder was? Da oben ist er gespawnt. Fresse halten angesagt. Ja, hat sich unser Ausflug auf jeden Fall gelohnt, ne? Aber ist auch schon mehr ein ganzer Tag rum, ne? Ich sag ja, die Zeit rennt einfach in dem Spiel, das ist Wahnsinn. Schön ist, dass wir schon ein bisschen was stehen haben. Müssen uns jetzt nicht so ganz groß im Kopf machen. Müssen nur wieder Spikes setzen. Pilze möchte ich eigentlich nicht alle futtern. Ein paar haben wir schon. Dann können wir mal ordentlich Pilze anpflanzen. Dann können wir auch Stew machen. Und Herbal Antibiotika brauchst du, glaube ich, auch Pilze. Auch wenn wir sie jetzt nicht mehr so brauchen. Läuft, oder? Können wir es gewappen? Oh, die Eier weg, das weg. Jo. Gut. Ist hier los? Oh, schon wieder 18 Uhr da. Wahnsinnig gelohnt. Den habe ich doch vorhin erst platt gemacht. Guck mal, er pennt einfach weiter. Nice! Komm, scheiß drauf, ey. So, ich weiß, wo ich den mitgenommen habe. Mal eben zum Bike. Weil ich denke mal, ein paar Sachen werden wir da jetzt ja noch bekommen. Das brauchen wir nicht unbedingt, das auch nicht. Hier können wir es grappen. Drei Leder können auch weg. Haben wir jetzt genug zu Hause. Düpp, 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 düpp. Komm, können wir zur Not auch noch squabben. Ja, komm, ey. Dieses scheiß Ding ist, das dauert immer ewig, ey. Gut. Ich wäre jetzt für eine Sniper. Oder für Shotgun Moon. Wäre ich auch. Das war mir so klar, dass du diese Dreckskacke da rauskriegst. Können sie meinetwegen ganz aus dem Spiel rausnehmen, den scheiß Raketenwerfer. Braucht kein Mensch, ey. Gut, gibt's ein bisschen Stil, ne? Ein bisschen Fortschritt, Alban. Machen wir den Safe noch eben auf.
Ja, Kiste wird nichts mehr. 18 Uhr. Wäre nice, wir haben jetzt noch eine Schatzkarte. Wäre nice, wenn wir so eine finden mit irgendwie 200 Schuss Shotgun drin, ne? Gibt's ja. Ey, macht doch keinen Unterschied. Ich werde die auch direkt jetzt hier rein ziehen. Oder sind wir da hinten hin, ey? Ein bisschen Glück ist es noch. Wald, mit Pech ist es zerstört. Vorteil, den zerstörten kannst du schnell schippen, weil die Blöcke nichts sind. Nachteil sind Hunde, aber wir haben eine Schotti und mein Gott. Also, ein bisschen vorsichtig wegen den Minen sein, dann geht das auch alles. Nice. Papier brauchen wir. Taxoka, Choka, Boka. Ja, kannst du behalten. Wir haben ja schon eine, das reicht. Shame Bay Food Kisten nochmal aufmachen, hier 50.000 Stück. Oh ne, Carparts sogar mal. Nice, nice, nice. Zack. Vielleicht habe ich den Minibike liegen, wenn ich mich alles täuscht. Ah gut, wegen den zwei Fleisch muss ich jetzt nicht einen Aufriss machen, also. Ist das wichtiger, weil das ist auch ganz gut zum Vertickern. Kann ich doch auscrappen, dann nehmen wir den Stein eben. So. Hier können wir noch rein, ne? Eine Scheißhäuser. Zacki Racki. Gut. Wir können auf jeden Fall mal die Richtung einschlagen, können uns hier mal angucken wenigstens. Ein bisschen können wir ja noch riskieren. Wie gesagt, Minibike kannst du auch zur Not eine Nacht rumfahren. Ja, fahr nicht wieder hoch, Alter, solltest nur langsam runterfahren. Nicht, dass ihr alle Knochen brichst. Noch an seinem Hang oder was? Schippe! So. Ja, und dann noch viel Gewebel hier. Kann ja was werden, ey. Perfekt. Vielleicht, dass wir es einmal einschützen können. Würde mir schon reichen. Vielleicht haben wir Glück und legen sie dann frei.
Wir fühlen wir sie auch jetzt direkt. Wer weiß jetzt schon? Problem ist, ich habe jetzt hier keinen Notausgang. Ja, komm schon, gib's mir. Ja, man kann nicht immer so ein Glück haben, wie wir letzten 2, 3 Kisten hatten, ne? Ja. Und ich habe keinen Woodframe. Fuck. So, Wanderwolle, ich werd bekloppt. Muss er durchwandern lassen. Wie schlecht von mir, Leute. Oh. Komm halt nicht so schnell raus mit der Schippe, ey. Ist doch nicht, wie viele hier lang rennen. Können aber nicht so viele sein. Ist der tot? Das ist der nächste, ey. Ich muss hier raus. Mein Gott, ey. Ist nicht euer verfickter Ernst hier. Das war so klar, ne? Kaum hältst du an. Kommt direkt eine Wanderung oder so. Weiß ich nicht mal so wie das Original. Hier. Komm, gib mir die Scheiß. Kiste. Das sieht schlecht aus, ey.
Das erst noch einmal voll werden lassen. Ja, das Geile ist, wir haben ja Dingens, ne? Habe ich ja gekauft, die Schematik, das ist gut. Aber ich habe noch zwei gelbe Teile zu Hause. Solange wir keine Sniper haben, werden wir auf jeden Fall eine Hunting Rifle behalten. So, eigentlich müsste jetzt gleich mal hier jeden Moment... zusammenkrachen, weil ich komme schon gar nicht mehr dran. Hier noch. Zur höchste Eisenbahn jetzt gleich. Bisschen zum Loch gehen und wirklich neu schlagen. Gib mir die verdammte Kiste. Ist warm oder was? Durst. Du hast auch noch. Ach, du ahnst es nicht. Das fällt mir also auf den Schädel hier gleich. Da ist er doch. Ja, ich sag doch, klappt ihm. Ach, guck mal. Awesome, ey. Wie bestellt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Aufriss hier. Wie bestellt. 169 Shotgun Shells. Und 10.000. Ey, können wir schon wieder fast eine Sniper kaufen. So. Ja, jetzt werden wir direkt straight. Obwohl, warte mal eben. Ist vollgeladen, dann go. So einer, dann war's das. Brennen wir auch noch oder brennt das Minibike? Jetzt müssen wir noch das. Nein, 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 nein. Zombies sind nicht das Problem. Die Minen, die hier rumliegen. Gehst du irgendwie drauf, ne? Wenn du mit dem Minibike über die Mine fährst, gehst eher du drauf wie der Minibike. Ja, genau. Ja, der Tag war mega erfolgreich, um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben wieder 10 Riesen in der Tasche. Hier können wir auch noch looten, hier ist ein bisschen gemischt. Wir haben glaube ich 200 Schuss oder was, muss ich gleich mal gucken, Schotti. Also...
Was ist hier los? Schon das Klimaflaume oder was? Ah, ich muss auf jeden Fall nochmal raus. Gut. Ich werde die Nacht noch machen, denke ich, aber zumindest einsortieren. Und dann wird das auch für mich gewesen sein, diese Aufnahmesession. Raus geht natürlich hier schneller. Schaut hier in der Hand, falls jetzt was kommt. Da drin lassen. Die auch. Perfekto. So, essen, trinken. Und dann werde ich mir gleich auch mal ein Stack Tee in die Karre packen. Und hier ein Stack Yucca. Wir haben ja auch noch ein paar Eier. Obwohl, ich kann auch ein bisschen Brot reinpacken. Ich habe kein Holz, ne? Hier was reingeballert, ja, sehr gut. Bacon and Eggs. Und boiled meat. Dosenfutter, wenn es ganz eng werden sollte. Ja, ich brauche halt jetzt Sand, Denis. Für Concrete Mix halt, um dass ich mal ordentlich Gläser machen kann. Dass wir unser ganzes Brot machen können. Ja, ich nehme den ganzen Stack mit in die Karre. Gut, ich werde gleich ein paar Shotgun-Shells noch anschmeißen. Die Mushrooms kann ich wieder mit rausnehmen. Die packe ich mal so lange hier rein. So, zwei Stacks können wir noch verticken. Da haben wir vier. Vier ist schon zu viel. Geht mal einen wieder raus. So. Ja gut, Leute. Will ich euch auch nicht mit langweilen. Ich sortiere die Kisten ein, mache ein bisschen Shotgun Moon noch. Schmeiß Forge wieder an und so weiter und so fort. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir wie immer gern einen Kommentar da. Würde mich darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich in einer neuen Aufnahmesession. Bis dann.